Salam und Hallo allerseits. Viele von euch haben sicherlich Märchen wie Aschenputtel oder Die Schöne und das Biest in ihrer Kindheit gesehen, sind vielleicht sogar damit groß geworden. Das Spannende an diesen Märchen oder das Interessante an diesen Märchen ist, dass man nie sieht, was nach diesem Happy End passiert. Ein Mädchen findet ihren Helden, sie heiraten oder haben eine wundervolle Traumhochzeit und ein Happy End. Aber was passiert danach? Bleiben sie zusammen? Haben sie eine perfekte Ehe? Leben sie happy ever after? Das sieht man nie. Und auch wenn es nur im Unterbewusstsein ist, speichert sich dieses Bild einer perfekten Ehe oder Heirat ein. Und das führt dazu, dass viele nach der Heirat, also am Anfang ihrer Ehe, schockiert sind. Wie bekomme ich diese perfekte Ehe hin? Wie schaffe ich es, so glücklich wie diese Märchenprinzen und Prinzessinnen zu bleiben und zu sein? Das Erste, woran wir uns erinnern müssen und auch vielleicht diejenigen, die gerade neu geheiratet haben, ist, dass sie sich nicht vergleichen dürfen mit einem Ehepaar, das vielleicht 5 Jahre, 10 Jahre, 20 Jahre oder 50 Jahre verheiratet ist. Denn jedes Eheleben ist anders und jedes Jahr einer Ehe ist eine Stufe weiter. Es kann sein, dass diese 50 Jahre verheirateten Ehepaare, und da bin ich mir sogar sicher, schon unglaublich viele Hürden, Hindernisse, Prüfungen durchhaben und dadurch so zusammengewachsen sind. Dadurch sind sie zu so einem Eheleben gekommen. Aber daran denken viele gar nicht, wenn sie sich mit diesen Ehepaaren vergleichen. Sie sind im ersten Jahr ihrer Ehe und denken, Mensch, warum passt das alles nicht? Warum sind wir nicht so abgestimmt? Warum haben wir noch Probleme oder warum können wir nicht immer sofort einen Kompromiss finden? Aber diese Leute, die schon länger verheiratet sind, und das ist bei 10 Jahre Verheirateten wieder ein Unterschied zu 30, 40 oder 50 Jahre Verheirateten. Also vergleicht euch nicht mit diesen Paaren, denn sie haben bestimmt schon viele, viele Prüfungen hinter sich, die ihr wahrscheinlich nicht gesehen habt, die sie aber auf jeden Fall gemeistert haben. Eine Studie hat ergeben, dass viele Ehepaare sich im ersten Jahr ihrer Ehe scheiden lassen. Warum ist das so? Ich sage euch einen Grund dafür. Ich denke, dass das erste Jahr der Ehe dafür da ist, um sich zu finden. Ehepaare müssen erstmal aufeinander zugehen, sie müssen sich erstmal finden, sie müssen lernen, Kompromisse miteinander zu schließen. Es kann sein, dass es Uneinigkeiten gibt und das ist ganz normal. Aber diese beiden Partner müssen herausfinden, wie sie diesen Kompromiss finden, wie sie eine Lösung finden, wenn sie eine Auseinandersetzung haben, wie sie damit umgehen und so weiter und so fort. Denn es sind zwei Individuen, die zueinander finden und das ist immer, immer, immer eine kleine Herausforderung. Das ist nicht so, wie wenn zum Beispiel Geschwister miteinander eine Uneinigkeit haben, die müssen sich nicht einigen. Aber es gibt Dinge, bei denen müssen Ehepaare sich einigen. In der Ehe müssen die Ehepaare eine Mitte finden. Die Individuen müssen zu einem Individuum werden, sozusagen. Und natürlich ist das eine kleine Herausforderung und sie müssen zusammen wachsen. Darum denke ich, dass das ein Grund ist, dass im ersten Ehejahr einige Kriseleien gibt, vielleicht manche sogar aufgeben. Also das erste Jahr der Ehe kann hart werden. Es ist sogar ziemlich wahrscheinlich, dass es hart wird. Aber es gibt nicht die perfekte Ehe. Es gibt nicht die perfekte Ehe und alle werden so, also wenn ihr so werdet, dann werdet ihr auch glücklich. Ich glaube, dadurch, dass zwei Individuen zueinander finden, kann jede einzelne Ehe individuell perfekt werden. Jede einzelne Ehe, und da müssen die Ehepartner zueinander finden, sie können gemeinsam diese Ehe zum Himmel oder zur Hölle machen. Das Interessante ist auch, dass viele, die schon 30, 40 Jahre lang verheiratet sind, sagen, dass genau diese Hindernisse und Hürden es sind, die eine Ehe zusammenwachsen lassen. Sie sagen, dass wenn man sie gemeinsam meistert, diese Hindernisse und Hürden, wenn man sie gemeinsam meistert, dass das einen erst zusammenhält. Das erste Auto, die erste gemeinsame Wohnung oder die erste gemeinsame Zweizimmerwohnung oder was auch immer, das sind kleine Ziele im Diesseits, die man gemeinsam meistern kann und dadurch noch besser zusammenwächst. Und man lernt auch eben, womit besser mit etwas auszukommen, was man hat und damit glücklich und dankbar zu sein mit dem, was man hat. Das ist, was frisch Verheiratete anstreben sollten. Sie sollten nicht versuchen, den perfekten Ehemann oder die perfekte Ehefrau zu suchen und zu finden.
sondern als Individuen gemeinsam die perfekte Ehe für sich zu gestalten. Wir müssen verstehen, dass das Eheleben in den Händen von der Ehefrau und dem Ehemann liegt. Sie können gemeinsam den Himmel auf Erden für sich schaffen und diese Ehe erblühen lassen, und sie können auch gemeinsam einen Albtraum für sich auf dieser Welt in diesseits schaffen. Es hängt tatsächlich ganz von den Ehepartnern ab, wie sie in bestimmten Situationen reagieren, wie sie zu bestimmten Hindernissen und Hürden reagieren, wie sie bestimmt bei Unstimmigkeiten und Prüfungen reagieren. Und damit kommen wir an den Anfang zurück. Es gibt also nicht die perfekte Märchenehe, aber es gibt die perfekte individuelle Ehe, die ihr gemeinsam schaffen könnt, wenn ihr an einem Strang zieht und das gleiche Ziel anstrebt, inshallah. Auf diesem Weg wünsche ich euch alles Gute. Bis bald. Tschüss und Salam.